Es gibt zwei News-Updates zu Themen rund um die GTA-Szene. Einmal gibt es ein Update dazu, wie Ned Luke, der Voice-Actor von Michael DeSanta, geswattet wurde, denn er hat eine kleine Ansage im Internet gedroppt. Außerdem gibt es auch ein Update zu Aaron Kutach, das ist der Typ, der letztes Jahr den GTA 6 Leak veröffentlicht hat. Auch da gibt es Neuerungen und darüber soll es heute gehen. Insofern bleib auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Kiffler, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie eben schon gesagt, im heutigen Video geht es mal um zwei kleine News-Updates und ich würde sagen, wir starten doch direkt rein mit den Entwicklungen rund um Ned Luke. Denn für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Ende November, während Thanksgiving, war Ned Luke live auf YouTube und hat dort ein bisschen GTA gezockt. Und irgendwann hat es an der Tür geklopft, beziehungsweise sein Handy hat geklingelt und es hieß, ja, moin, das SWAT ist vor der Tür. Und wer es nicht kennt oder nicht weiß, was das SWAT ist im Prinzip so das amerikanische SEK, also so die Spezialpolizeieinheit, und die kommt eben, wenn Sachen mit Waffen und mit, ich weiß nicht, Geiselnahmen und so weiter sind. Und es ist irgendwie so ein kleiner Trend, vor allem in den USA, einfach bei Streamern, wenn man die IP-Adresse rausgefunden hat, denen das SWAT auf den Hals zu hetzen und im Prinzip dafür zu sorgen, dass die Polizei das Haus während eines Streams stürmt, was natürlich sehr, sehr gefährlich ist, was sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, strafbar ist und natürlich auch sehr asozial. Und das ist irgendwie so ein, ja, negativer Trend in den USA und das ist eben jetzt auch Ned Luke vor circa 3 Wochen passiert. Und jetzt hat er eben in einem Stream die Frage bekommen, was da denn jetzt eigentlich Stand der Dinge ist und wie das Ganze jetzt ausgegangen ist. Und er hat jetzt folgendes Statement dazu abgegeben. Schaut euch das einfach mal an. Kids are stupid. We're gonna catch this motherfucker though. I will tell you that. We are gonna catch him. I'm having fun. I'm actually having fun tracking him down. I mean, what people don't understand is I've got good friends that are feds. I've got good friends that are cops. I've got good friends that are degenerates. We're gonna find this little paste eating prick, and we're gonna drag him down, and you know, he's either gonna go away or he's gonna have a really rough day. Also für die Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz so genau verstanden haben, was er gesagt hat, im Prinzip sagt er, dass sie diesen Typen bekommen werden. Es würde ihm sogar Spaß machen, ihn zu jagen, denn er würde Leute kennen, die Leute kennen. Manche davon sind Cops, manche davon sind ein bisschen durchgeknallt und es sei einfacher für den Typen einfach abzuhauen und unterzutauchen. Ansonsten wird er bald einen sehr, sehr schlechten Tag erleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr nur mal auf die Stimme von ihm hört, könnte man meinen, das wäre einfach so eine Szene aus GTA 5, wo sie beschließen, irgendjemanden, weiß ich nicht, um die Ecke zu bringen oder so. Und da lässt wirklich Michael DeSanta raus. Also das fand ich einen kleinen lustigen Funfact. Könnte man sich auch gut so als GTA-Story vorstellen. Aber das ist nicht alles, denn auch um Aaron Kutach. Das ist der Typ, der letztes Jahr verantwortlich war für diesen massiven GTA 6 Leak. Da gibt es nämlich auch ein Update zu. Und zwar ist Aaron Kutach jetzt vom Gericht als ein autistisches Schlüsselmitglied der internationalen Cybercrime-Bande Lapsus überführt worden. Er verübte wohl Hackerangriffe auf Technologie-Giganten wie Uber, Nvidia und Rockstar Games und verursachte dabei Schäden in Millionenhöhe. Knapp 10 Millionen Dollar sind da wohl an Schaden entstanden. Und während seiner Haft habe er auch wenig Einsicht gezeigt und das alles sind eben, naja, wie soll ich sagen, wenig gute Argumente für ihn vor Gericht. Aufgrund seines schweren Autismus wurde er von Ärzten als verhandlungsunfähig eingestuft und die Jury musste eben feststellen, ob er die Taten begangen hat oder nicht, aber eben nicht, ob er das Ganze aus einer kriminellen Absicht getan hat. Das war eben eine wichtige Änderung, weil er eben behindert ist. Während er in der Klinik war, hatte er natürlich auch einige Gespräche mit Ärzten geführt und Psychologen und die mussten leider feststellen, dass er weiterhin eine hohe Motivation zu Cyberkriminalität hat. Kleiner Hintergrund vielleicht für die Leute, die jetzt nicht so tief im Thema sind. Er hat es geschafft, letztes Jahr trotz polizeilicher Überwachung während seiner Haft mit einem Amazon Fire TV Stick, einem Hotelfernseher und einem Handy in das interne System von Rockstar Games einzudringen. Dort hat er eben 90 Clips des unveröffentlichten GTA 6 geklaut und eben veröffentlicht. Und Kutai hat eben das Unternehmen, in dem Fall Rockstar Games, aber auch vorher schon Uber, Nvidia und so weiter, mit der Veröffentlichung des Quellcodes, konfrontiert bzw. erpresst und dann auch anschließend einige der Clips in einem Forum gepostet. Er wurde am Ende des Tages festgenommen und blieb bis zu seinem Prozess, also jetzt circa ein Jahr in Haft und wird jetzt eben weiterhin in psychologischer Behandlung bleiben. Zumindest bis Ärzte feststellen, dass er keine Gefahr mehr sei. Und wenn man sich das Ganze alles mal anschaut, BBC hat dazu einen sehr großen Artikel veröffentlicht, der sehr interessant ist. Ich habe euch das jetzt hier im Wesentlichen zusammengefasst, also
könnt ihr euch gerne selber nochmal durchlesen, ist halt auf Englisch. Und umso länger ich mir über diesen Typen Gedanken mache, umso beeindruckender finde ich es einfach. Der Typ wurde bereits festgenommen wegen Cyberkriminalität, ist dann in Untersuchungshaft im Hausarrest in einem Hotel und hat sich dort einfach einen Fire-TV-Stick besorgt und hackt von einem Hotelzimmer aus einfach weitere Unternehmen und sorgt für den größten Skandal in der Gaming-Industrie ever. Also das ist doch wirklich, wirklich beeindruckend auf irgendeine Art und Weise. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, dass Netflix einen Film über ihn macht. Anfang diesen Monats wurde dann ja auch der GTA 6 Trailer veröffentlicht und hat in gerade mal 4 Tagen ganze 128 Millionen YouTube-Aufrufe kassiert. In der Urteilsanhörung konnte Kurtatschs Verteidigungsteam, also wohlgemerkt hat ein ganzes Verteidigungsteam, mehrere Anwälte, die ihn verteidigt haben, haben betont, dass der Trailer-Erfolg darauf hingedeutet hat, dass Kurtatsch Hack dem Spielerentwickler wohl keinen ernsthaften Schaden zugefügt hatte. Die Richterin hat dem Ganzen dann widersprochen und eben betont, dass durch seinen Hack auch Einzelpersonen und Unternehmen realen Schaden bekommen haben und besonders Rockstar Games, die wohl in die Wiederherstellung des Hacks, beziehungsweise halt in die Sicherung von allem und alles wieder so ein bisschen probieren abzufedern, 5 Millionen Dollar und tausende Arbeitsstunden reingesteckt hat. Ein weiteres Lapsus-Mitglied übrigens, ein 17-Jähriger, wurde im gleichen Prozess für schuldig befunden und er hat wohl damals gemeinsame Sache mit Kutschei gemacht und Nvidia damals gehackt und auch 4 Millionen Dollar Lösegeld gefordert, was bis heute nicht bezahlt wurde. Dieser Junge hat dann eine 18-monatige Haftstrafe auf Bewährung bekommen, darf also weiter frei rumlaufen, allerdings mit starker Überwachung und VPN-Verbot. Und neben Hacking wurde er eben auch dem Stalking und der Belästigung verurteilt, das also nur so als kleiner Fun-Fact. So ein richtig lieber Kerl, der aus dem Kinderzimmer ein bisschen hackt und aus Versehen mal irgendwie Nvidia erpresst, ist es halt nicht. Da ist noch ein bisschen mehr drauf. Kutai und auch der andere Typ sind die ersten verurteilten Mitglieder von Lapsus, einer digitalen Bande letztendlich, die auch schon in der Vergangenheit, wie gesagt, andere Unternehmen gehackt hat. Microsoft war darunter und so weiter und so fort. Und trotz öffentlicher Feier ihrer Verbrechen auf Telegram bleibt nach wie vor unklar, wie viel Geld sie wirklich verdienen, da keines der Unternehmen öffentlich zugegeben hat, diese ganzen Beträge, die gefordert wurden, bezahlt zu haben. Aber ich glaube, Rockstar Games hat auf allen Ebenen gleichzeitig versucht, diesen Hack einzudämmen. Man hat ja gesehen, Rockstar Games hat alle möglichen Leaks, die verbreitet wurden, direkt striken lassen. Sie haben wahrscheinlich im Hintergrund mit Anwälten den komplett zerstört. Sie haben gleichzeitig aber auch bezahlt, damit auf jeden Fall nichts passiert. Also meine persönliche Vermutung, zugegeben oder bestätigt, ist davon allerdings nichts. Wie siehst du das? Ist Kurtai ein berechtigt verurteilter Verbrecher oder ist er einfach nur ein Jugendlicher, der nicht weiß, was er tut? Auf jeden Fall, was man ihm zurechnen muss, er ist ein IT-Spezialist und ich glaube auch nach seiner Strafe wird er einen Top-Job in einer IT-Firma bekommen. Ich meine, kommt mal drauf klar, dass einfach ein Typ mit einem Fire-TV-Stick ein Unternehmen hackt. Ist doch krass, was heute alles geht. Ich würde mich freuen, wenn du einfach deine Meinung mal in die Kommentare schreibst. Lass uns da gerne mal ein bisschen diskutieren, ein bisschen drüber sprechen, was er hier fabriziert hat und ob das eben gerechtfertigt ist oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Morgen Abend, Heiligabend. Was macht ihr so? Was gibt's zu essen? Auch das gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Livestream am 24. relativ spät. Ich denke so 21.30 Uhr oder so. Beziehungsweise morgen im neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch was, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.